Wie er den Nickschuss gekriegt hat, Alter, den hat's ja richtig weggesmasht. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier mit zwei Raids, einmal auf Futz und einmal auf Interchange. Ja, gestern wollte ich eigentlich schon ein Video hochladen, was ich am Sonntag angefangen hatte zu schneiden oder auch fertig geschnitten habe. Das war mein letzter Raid mit Scooey. Im Anschluss daran sollte es noch so ein kleines Technikteil geben, was ich für Probleme hatte, mit dem ich zu kämpfen hatte beim Schneiden der GUI-Videos. Leider habe ich es erstmal jetzt abgebrochen. Die Renderzeit hat am Sonntag schon 3 Stunden gedauert. Ich habe 3,5 Stunden an dem Video gebastelt, dann habe ich es gerendert, bin in der Zwischenzeit zu meinen Eltern gefahren. 3 Stunden war ich weg. Als ich wiederkam, hat das Rendern mit einem Fehler abgebrochen. Dann habe ich es normal gestartet, dann habe ich nach einer Stunde abgebrochen, habe versucht, das zu optimieren, habe es wieder gestartet, hat wieder eine Stunde und dann war es irgendwie 19.30 Uhr, hatte ich dann die Schnauze voll und habe es dann erstmal abgebrochen, hat es dann über Nacht nochmal gestartet und als ich am nächsten Tag kam, hat es dann schon gute 7 Stunden gerendert und hat dann nochmal 8 Stunden Renderzeit vor sich. Also habe ich es erstmal angehalten und muss jetzt mal gucken, woran es liegt und was ich da tun kann. Das ist einfach, ich verstehe es halt nicht. Es ist irgendwie komisch, dass das so rumspinnt. Gut, aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und ja, lasst gerne ab oder Like da. Würde mich freuen. Bis dahin, tschüssi, euer Senseless. Oh, Penji hockt da, Junge, wie so Elite-Spieler. Hä? Ich wurde oben Desktop geschmissen. Naja, ich habe irgendwie eine Nachricht gekriegt von im Battle.net, aber dass mich das dann gleich aus dem Spiel rauszottelt, das kotzt mich an. Das nervt auch. Ja, Scheiße, aber seid ihr lang gelaufen? Warte, ich sag dir genau. 33 Grad Nordost. Süd-Südost. Beute, du bist du läufst auf uns gut. Gerade aus, Beute. Ja. Ja, du kommst. Du kommst. Ist ja eklig. Und dass du das weißt, Benji, das macht mir Angst. Wollen wir? Süße-Camp abchecken, ob. Da läuft ein Spieler links. Hat ja sowas von keine Chance. Was der. Wie er den Nickschuss gekriegt hat, Alter, den hat's ja richtig weggesmasht. Wer hat ihn erschossen? Wer war's? Ich nicht, mein Magazin war leer, dann habt ihr mir weggekillt. Beutel! Ja! Ihr Hunde! Es ist Music, jawoll! Super! Ich würde seine MP5 nehmen, wenn ich darf. Und seine... Ja, du hast neue Schossen! Nee, ihr dürft den Rest nehmen, aber die MP5 wird schon. Ja. Dann nimm! Und die Kopfhörer. Ich liebe diese Kopfhörer. Den Kollegen. Hast du andere Kopfhörer mit? Ja. Kann ich die nehmen? Ja. Warte, ich pack's in seinen Kopf. Okay. Ich pack's in seinen Kopf. Weil ich hab nämlich keine. Junge, haben wir den zusammengefackelt. Der Arme. Es tut mir immer so leid, wenn ich jemanden erschieße. Danke. Hey, und nimm dir diese Weste, Matze. Also hast du eine Armor? Nee, ja, naja, hier so eine Kirasa. Brauchst du den Helmbeutel? Nee, nimm alles. Ich brauche hier nichts mehr von dem. Cool. Was braucht denn für ein Level? 15. Der Arme. Arme Sau, ja. Was läuft er uns auch über den Weg aus? Seinen Rucksack können wir ihm lassen. Rucksäcke sind schwer zu kriegen heutzutage. Wo seid ihr anderen hin? Ach, da vorne. Oben am Felsen. Ah, ja. Matze, ich bin hinter dir, ne? Nicht erschrecken. Ach, da sitzt er. Klaus hier, Klaus redet wieder ununterbrochen. Das schreit ja förmlich. Ja. Klaus, wieso sprichst du so viel? Ich bin so müde. Ach so, ja. Und der Regen ist so laut. Aber nächste Woche noch arbeiten, habe ich 2 Wochen Urlaub.
Oh, oh, schön. Minus. Okay, cool. Ich hatte nicht mal ein Ziel. Pass auf. War das ein Spieler? Oh ja, ah. M700. Eieieiei. Level gut, 13. Gut gemottet. Schnell. Matze, du bist davon, ne? Ja. Okay. Ich bin am Bierzelt. Ja. Dieser Regen macht mich fertig. Ich finde das schön. Ich bin an der Waffenkiste hinten rechts. Hier ist ein Rucksack, Berghut, wenn einer haben möchte, und Kopfhörer, die M32. Beutel, ich hab so ein Zweibein für dich. Hat doch nicht zu, scheinbar. Nee. Ja, aber ist das alles, was von ihm übrig blieb? Nee, behalt mal. Ich brauch kein Zweibein. Beutel hat schon sein drittes Standbein. Okay, rüber. Ja. Oh. Bitte. Oh, bitte BT. Nein. Es gibt keine BT-Muni mehr, oder? Kann das? Tja. Warte, hier sind noch Kippen drin, geil. Alter, ja. Wer räumt denn die Kiste hier her? Ich, da waren nur Kippen drin. Und wie schnell! Ich konnte gar nicht reagieren. Wupp, wupp, wupp. Die Lootgeier, das haben sie geübt, als wir nicht da waren, Klaus. Ah, dafür habe ich jetzt die Vaseline mitgenommen hier. Klaus? Ja. Hast du eine M4? Nein. Okay. Aber ich hätte gerne eine. So. Oh, ey, das muss ich auch mal benutzen, ich wieder hinstellen kann. Weiter oder was? Ja, klar. Hier liegt noch ein MRE. Essen und Trinkkurs was? Hier liegt noch ein MRE, wer braucht? Nö. Nö, auch nicht. Nimm mit, Leute. Alles gut. Okay. Kann man jetzt hier runter, ohne in die Minen zu latschen. Was? Ich weiß halt nicht, wo hier die Minen sind. Nee, sind keine. Na gut. Wenn ihr nicht in die Luft fliegt, dann ich auch nicht. Ich würde lachen, wenn er ins Gewehr in die Luft geflogen wäre. Das wäre aber vorhin der Abschluss. Mhm. Ich hab alles gelootet. Ja. Ja. Da liegt noch ein Apfelsafti. Haben nicht gründlich genug gelootet. Da drüben Spieler am blauen Wunder. Ja, Containerbohr. Ja. Wunder. Der links drin. Und rechts. Achso. Der ist drin. Okay. Ich sehe ihn. Ich sehe, was er da macht. Au! Hab ihn. Ich bin tot. Ah, ich bin auch tot. Das sind drei Leute. Ich glaube, ich habe zwei. Matze, wo bist du? Ja, ich bin auch tot. Ja. Mann, ey, da habe ich doch ordentlich reingedrückt. Versteh das nicht. Habt ihr auch einen gekillt oder fight ich jetzt gegen drei? Ich hab einen gekillt. Okay. Dann nur noch gegen zwei. So, na dann. Rein hier. Oh, haben wir aber einen guten Spawn. Heute kommt übrigens. Vor. Hier gibt's die Geheimtreppe zum Goshan hoch, ne? Na dann hin. Warte, die müsste. Ah, wo war sie? Ich glaube hier vorne. Oder?
Ja, ich glaube, die war auf der anderen Seite. Scheiße. Obwohl doch da. Nee. Was ist das hier vorne? Ja, hier ist es. Ah, okay. Ja, ich gebe Vollgas. Ich will jetzt am Spinnen sein. Oh, bei Killer ist schon Action. Ich renne wie blöder zum Spind. Die waren doch hier auf der Seite. Ja, ja, genau. Alles gut. Ich deck dich die rechte Seite. Okay. Klaus, wo bist du? Bei Matze. Alles klar. Eine Goldkette gefunden, das war es aber auch. Ja. Denk dran, die Bitcoins, die sind manchmal schwer zu sehen, ne? Okay, wir kriegen gleich Besuch. Ja. Hört er mich? Ja. Hallo. Ah, da ist er. Da stand der Klaus im Mondesschein. Scheiße, na, ich kann jetzt nicht gucken, wo du hin musst, Klaus, weil du die Quest halt auf Deutsch hast. Ja. Aber im Prinzip müssen wir hier vorne nach links, also hier vor. Das ist halt die Frage, ob du das jetzt schon hast oder nicht. Keine Ahnung. Hier ist der Killers Bude, warum? Ach nee, das ist es nicht. Was piept denn hier? Das Ding. Keeper. Der Keeper. Hier liegen übrigens auch immer Grafikkarten, ne? Hier war ich noch nicht gewesen. Okay. Jetzt muss ich nur noch Kostin T-Brand. Das ist dein Avocado war dies, ne? Ne, T-Rent, ne? Keine Ahnung. Klaus, komm mal mit. Wo bist denn du? Mal weitergelaufen. Hier. Wo seid denn ihr? Ach, da. Da ist Klaus, okay. Du musst, glaube ich, da rüber die Kamera platzieren. So, pass auf, Klaus. Hier hinten. Hier ist auch immer eine GPU. Die liegt genau hier, wo gerade das goldene iPhone liegt. Okay. So, an der Stelle. Kannst du dir merken. Die Kamera, ja, das weiß ich nicht, Matze. Wo ist denn die Hütte, wo Killer immer drin ist? Na, hier vorne, also quasi hier. Da müssen wir hin. Da muss er die Kamera platzieren. Das Problem ist, dass da wahrscheinlich auch gerade Leute im Keeper sind, weil das piept ja nicht umsonst dort. Ja. Das Gute ist, wenn die drin sind, haben sie die Arschkarte. Weil es gibt nur den einen Ausgang. Ich gehe jetzt mal einfach hier rüber. Ja, aber pass auf, wenn Killer da ist. Oh. Jetzt hat's übelst geleckt bei mir. Jetzt hat er mich geschossen. Ja. Schießt du Beute? Nein. Ich weiß noch nicht, woher die Schüsse kommen. Ich weiß nicht, wo Klaus ist. Ich bin jetzt bei dem Panzer in den Laden reingegangen, auf der Ecke hier. Da, wo der Panzer im Laden steht. Ja. Ich bin. Und die Schüsse kamen von oben. Oh. Bis du von oben kam, ist das nicht gut. Ich hocke hier hinter so einer Kiste. Ich hocke vom Rasmussen da, wo wir gerade drin waren. Okay, irgendwas rennt. Aber das scheint im Parkhaus zu sein. Oben sehe ich jemand leuchten. Ja. Irgendwas bewegt sich aber auch hier unten. Also hier unten rennen bei mir Skeffs rum.
Oh, irgendwas ist direkt bei mir auf Holz gelaufen. Ich hab Holz, hab's gehört. Steph? Der schießt aber auf irgendwas bei Klaus Richtung. Klaus, du bist bei den Panzern, oder? Ja, in dem. Oh ne, ist das Killer? Oh, das ist Killer, oder? Scheiße, Leute, krieg den nicht down mit meiner Muni. Ja, das ist Killer. Wer hat jetzt zu mir geguckt? Ich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin down. Aber ich glaube, war ein Spiel, oder? Junge. Ich hab einen Scav erschossen. Ich auch. Mich hat ein Spieler. Mich hat ein Spieler erschossen. Matze, wo bist du, wenn ich das auszusehen auf dich schieße? Ich bin vom Rasmussen drüben. Ja, läuft auf Holz? Ich nicht, also es muss bei mir um die Ecke sein. Du bist im Rasmussen oder? Stehst du im Laden? Nein, schieß. Einen habe ich irgendwie niedert. Ja gut. Mal kurz gemutet. Ich bin quasi hinter diesen Sandsäcken direkt an der Rampe, Matze. Okay. Also wo es die Rampe hochgeht. Siehst du, Matze? Ja. Oh nein! Mann, leck mich doch. Hat er dich, oder was? Ich verstehe nicht. Ich habe ihm doch direkt auf den Schädel geschossen, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ein User kann ich erschossen. Seht ihr nicht?